Jetzt bin ich hier. Ich hüpfe, ich hüpfe, ich hüpfe. Ich habe hier den blauen, also muss ich hier den orangen schießen. Ja, und ich bin da. Ach nö, ne? So, jetzt. Nein, es war der falsche, verdammte Kacke. Ach, Mist. Brauche ich den längeren Flug, denke ich mal. Ich kann es ja nochmal ausprobieren, aber ich denke, dass ich das nochmal umschießen. Obwohl, so schlimm ist das ja gar nicht. Ja, ich mache das lieber anders. Ist mir sicherer. So. Hier wieder hin. Und blauen wieder da unten hin. Und rein. Aha. Soll das jetzt nur optisch sein, dieser Riesenraum? Oder hat er noch was zu bedeuten? Wir werden es wahrscheinlich herausfinden. Oder auch nicht. Da geht's nicht rein. Ja, Stühle. Tür. Keine geschlossene Tür, weil keine Klinke hat, denke ich mal. Oho. Oho. Neblig, neblig. Immer noch neblig, immer noch neblig. Komisches Roboterviech, Hilfe. Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. Aha. Was ist das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht ja, genau. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben noch schlimmer. Okay, ich habe jetzt also irgendwas von ihr. Ich will mich ja nicht einmischen. Ist das jetzt schon das Ende? Dann ist das aber viel kürzer, als ich mir vorgestellt hatte. Das kann nicht das Ende sein. Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Also, jetzt mal im Kann ich das Ding jetzt einfach kaputt machen? Das ist natürlich praktisch. Na gut, schön. Berühren Sie es, heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Natürlich stecke ich das wieder rein. Jetzt mal ehrlich, wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke. Aha. Das ist also irgendwas Wichtiges, wenn ich das kaputt mache. Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Ein Behälter für Ausscheidungen. Lecker. So. Knopf drücken. Sie das Ding doch, wenn Sie es Ding schnappen. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie? Heiraten? Nein, ich will es kaputt machen. Mann. Hab ich Sie belogen? In diesem Zimmer? Ernsthaft, lassen Sie es liegen. Kaputt. Oh. Sie machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh. Wow, wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Oh oh. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist Geschütz. Damit muss ich jetzt bestimmt irgendwas machen, irgendwas Wichtiges. Na gut, mach mal hier hin. Machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten schade. Und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel.
sieht doch schon nach Finale aus, hätte ich mir gar nicht so vorgestellt. Muss ich jetzt das Ding einfach da drauf knallen? Das kann natürlich eine Idee sein. Die katalytische Crack-Anlage hat Schuhe für Reisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Ja, ja, ja. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich ja, 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 ja. Ach, schade. Schmerz empfinden kann. Guck mal her. Hier. Das ist Ihnen Ihr Kumpel. Reichstens. Guck mal her. Jetzt hast du dich selbst getroffen, du blödes, dummes Drecksgeschütz. Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Dreh dich. Das war's. Ich hab genug geplaudert. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Ja, ja. Komm schon. Komm schon. Wie war das? Sagten Sie etwas? Ich hoffe sehr, Sie erwarten keine Antwort. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Genug geredet. Ach, das hat jetzt da... Boah, dreh dich doch noch einfach nochmal. Komm schon. Mach bitte. Das schaffe ich niemals. Nie im Leben. Nein! Was machst du denn? Hallo? Ja? Hier? Schieß mal! Ach nö! Komm schon, kannst auch höher zielen! Ja? Ach! Komm schon! Ja. Haha. Okay. Hat mir jetzt aber auch eigentlich genug Zeit gekostet. Zwei Dinger muss ich noch, wenn ich das richtig sehe. Nee, nee, nee. Das schaffe ich nie im Leben. Puh, wie soll das denn gehen? Ach du Kacke, so, da mache ich einfach mal hin. Ach, soll ich dieses Orange hier anzeigen, wo ich mich hinstellen muss? Wie, ist das Geschütz weg? Nein! Komm wieder raus! Nein! Ja, genau! Muss ich das erstmal verbrennen? Ah, so muss ich es hier so nach und nach kaputt machen. Das sieht aus wie das Finale. Okay. Dann ist das also ein sehr kurzes erstes Let's Play. Wenn das so sein sollte, aber... Für mich auch kein Problem. Sie glauben mir zu schaden. So. So. Ah, zahlen kann sie jetzt nicht mehr. Ich habe sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich es noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party mit ihren Freunden. Ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen, nur leider konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Ich musste ihn ja auch töten, weil du mir das gesagt hast, du Blöde. Danke, das macht dich nur sehr sympathischer.
Also das schaffe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr in der vorgegebenen Zeit. Aber ich weiß ja fürs nächste Mal, wie es geht. Sieht so aus, als würde ich in dieser Aufnahmesession das Spiel noch beenden. Gegen all meinen Voraussagen. Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Interessant, interessant. Als ich Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden. Jo, Zeit ist auf Null gelaufen. Ja, mach ich's nochmal. Auf jeden Fall weiß ich jetzt hier, wie es geht. Ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Alles wird gut. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Was sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Krankanlage. Hat Schuhe für Weisen genäht. Super hingekriegt, sie Held. Ja, komm schon. Das trifft doch jetzt. Jawoll. Was hab ich Ihnen sehr gut. Getan? Sehr, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall wesentlich früher als beim letzten Mal darauf gekommen. Also nicht darauf gekommen, sondern hingekriegt. Hä? Oh. So. So. Aha. Hoffentlich kommt meine Mutter jetzt nicht hier. Nämlich keine Lust, jetzt noch das Spiel wieder abbrechen zu müssen. Ich will das jetzt zu Ende machen. Sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist... Ja, guck mal hier hin, Rakete. Mir geht's so ist gut. Schieß mal drauf. Aha. So, jetzt habe ich viel, viel mehr Zeit, das zu schaffen, als beim letzten Mal. Wenn ich das so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Ja, ja, ja. Ja. Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party ja, große Party mit Schokokuchen, du bist auch so eine. Ich habe ihren bring dich aber lieber um, anstatt Kuchen zu kriegen. Hast du das noch nicht mitgekriegt? So, nimm mal, mit. Verschwinde mal. So. Schon wieder mal so gesagt, aber... Diesmal läuft's doch. Ich ersticke. Das ist ein bisschen hoch. Als ich Neurotoxin tödlich nannte, ja, ja, ja. Tödlich, absolut perfekt. Ironisch. Komm, treff schon. Ich könnte darin baden, und... mein Müsli kippen. Ja. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Den okay, in wenn Sie Sprung fangen. Ja, Sie oh Mann. Ihre Zeit. Und Sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Worum geht's Ihnen denn? Ums Überleben? Dann sollten Sie mir auf keinen Fall schaden. Das ist ich natürlich hart. Scan mit Backup, falls Ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das, das ist hart, das ist hart. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo? Das sind Sie, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben. Und hier auch. Sie sind...